Um ihre Teichlandschaft aufzuwerten, gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist die Anschaffung einer Teichbrücke. Wir wollen eine von 5 Meter Länge und 1 Meter Breite mit kombiniertem Handlauf bauen, also Variante B. Wir beginnen mit den aus Fichten gebogenen Leimhölzern der Stärke 8 x 18 cm, auch Brettschichtholz genannt. Um eine Tritthöhe von ca. 17,5 cm zu bekommen, verjüngen wir die Enden auf 14 cm. Hobeln diese Stelle und fasen sie schließlich noch. Auch bohren wir gleich für die 10 x 80er Edelstahlstellschraube vor. Der nächste Schritt ist nach der Stückzahlberechnung der Trittbretter deren Zuschnitt. Auch hier wird geschliffen. Und um später bei der Montage eine gerade Schraublinie zu bekommen, bohren wir vor. Die ca. 8 x 8 cm dicken Leimholzpfosten werden für die Variante B oben mit einem 32 mm starken Loch für das Seil versehen. Dann geht es ans Streichen der Bretter. Diese werden ebenso wie die Pfosten mit einer Lasur behandelt, hier in Eiche. Wenn alles getrocknet ist, wird eine zweite Schicht aufgetragen, um eine intensivere Farbe und ausreichenden Schutz vor Nässe zu gewährleisten. Hier sieht man den Unterschied. Die Leimholzbinder werden für die Montage in die vorbereitete Schablone gelegt und trotzdem nochmals mit dem Winkel überprüft. Die beiden Endtrittbretter werden montiert und der erste Pfosten zunächst gebohrt. Und dann mit einer 10 x 180er Schlossschraube versehen. Diese werden dann mit der Ratsche gut festgezogen, damit sie später den Belastungen standhalten. Nochmal nachschauen, ob alles im Lot ist und festziehen. Nun kann auch das erste Trittbrett befestigt werden. Das zweite allerdings muss aufgrund des Pfostens noch ausgeklinkt werden. Wenn alles passt, wird das Brett noch nachgestrichen und befestigt. So geht es nun Stück um Stück voran, bis alle Trittbretter angebracht sind. Nun wird der astfreie Fichte-Handlauf behutsam, in der Mitte beginnend, seitlich weggebogen und verschraubt. Dabei ist besondere Vorsicht geboten, denn das Holz splittert leicht. An den Enden noch absägen, schleifen und nachstreichen. Als Seil verwenden wir ein 30 mm starkes, welches wir nun durch die zuvor gebohrten Löcher am Pfosten durchziehen können. Daraufhin verschrauben wir dieses noch und messen dabei den gleichmäßigen Durchhang des Seiles. An den Enden versehen wir es noch mit Schlaufen,
und verschweißen diese. Der abschließende Knoten. Und fertig ist die Teichbrücke. Um die Brücke bei den Kunden transportieren zu können, laden wir sie auf einen Anhänger. Nach dem Aufladen werden noch die Stellschrauben hineingedreht, die zum ordentlichen Hinstellen der Brücke nötig sind. Und ab geht's zum Kunden. Vor Ort wird die Brücke abgeladen und wir erinnern uns, wie es vor der neuen Errungenschaft aussah und wie es nun aussieht. Die Teichbrücke hat sich wunderbar in diese Teichlandschaft integriert und ist zum echten Hingucker geworden. Hier noch einmal zum direkten Vergleich. Den Link zum Shop finden Sie in der Beschreibung.